Also ich glaube, Häkeln war eher so ein Oma-Ding, aber jetzt mittlerweile machen die Jugendlichen auch recht mit. Also die Häkelmützen sieht man ja auch immer und ich habe auch schon mitbekommen, dass Jugendliche und Kinder so Häkelkurse teilnehmen. Ich komme nämlich aus dem kinderpädagogischen Bereich und Häkeln kommt wieder rein in Mode. Ja. Also es gibt genug sogar Männer, die das machen. Ich gehöre jetzt nicht dazu, aber das ist ein Handwerk, das ist Tradition. Und ist doch was Schönes, oder? Also eigentlich eher ein Oma-Hobby, aber ich glaube, jetzt langsam wird es wieder modern. Den ganzen, das denke dieser ich auch. Öko-Szene und so. Ja. Kommt wieder in Mode, würde ich sagen. Ich habe viel in meinem Freundeskreis, da auch wieder mit anfangen. Für mich persönlich eher nicht. Bei anderen, ja, die sieht man ja schon mit so Mützen. Ja, ja. Mittlerweile ja. Kommt auf die Mütze an sich an, ne? Also ich finde es eher schön, wenn die ein bisschen schlichter sind. Wenn man da sowas Buntes auf dem Kopf hat, ist halt nicht so ganz meins. Kann ich mir vorstellen. Schon? Also die Häkelmütze, die ich gestern gesehen habe an meinem Sohn, die gefällt mir sehr gut. Ja. Würde ich selber mir gerne beibringen. Ist glaube ich gar nicht so uninteressant. Hätte ich keine Zeit, würde ich ein Geschäft laufen, mir eine holen. Ich würde definitiv in das nächste Geschäft gehen. Oder meine Oma fragen. Also da ich selber gar nicht häkeln kann, wird es mir schon schwerfallen, meine Häkelnadeln rauszuholen. Also ich würde dann eher, glaube ich, zu Freunden gehen oder so und da mal anklopfen. Individualität ist heutzutage verdammt wichtig, auch in der Mode. Und wer auf der Suche ist nach einzigartigem Design, der kann vielleicht bei K.Eule fündig werden. Die Münsteranerin Katrin entwirft nämlich ihre eigenen Mützen und ihren eigenen Schmuck. Und wir von MS Meine Stadt haben ihr vor kurzem einen Besuch abgestattet. Sometimes I feel like throw my hands up in the air. Bunte Häkelmützen sind derzeit im Trend und zieren auch die Köpfe der Münsteraner. Sie bestechen jedoch nicht nur in modischer Hinsicht. Die kuschelige Wolle schützt vor den eisigen Temperaturen, natürlich insbesondere beim Fahrradfahren. Und auch das Selbermachen an sich, hier das Häkeln, erlebt gerade einen Aufschwung. Auch Katrin, die 25-jährige Exil-Bonnerin, ist ganz angetan von diesem neu entdeckten Hobby. Sie führt sogar seit 2 Jahren ihr eigenes kleines Unternehmen namens K.Eule. Die Idee, auch für andere Mützen anzufertigen, hat sich eher zufällig entwickelt. Ich konnte einfach nicht mehr alle Mützen, die ich produziert habe, auch selber tragen. Und dann ja, fingen die ersten Leute an zu fragen, ja, meine Winterjacke ist braun, kannst du mir dazu eine Mütze machen, die passt? Und ja, so kam das dann irgendwie. Dank moderner Netzwerke wurde aus Katrins Hobby bald ein kleines Unternehmen. Ja, also ich habe angefangen, mir eine eigene Seite auf Facebook zu machen, um da meine Sachen vorzustellen, einfach zu zeigen, was ich mache und das mit anderen Leuten zu teilen, die vielleicht auch ähnliche Sachen machen. Und das wurde auf einmal immer größer, hat immer mehr Likes bekommen und ist etwas ausgeartet. Knapp 1800 Leute folgen ihr bereits auf der sozialen Plattform. Die Inspiration für ihre Eigenkreation holt sich die Masterstudentin in ihrem Alltag. Von draußen, von meiner Umwelt, aus irgendwelchen Katalogen. Und ich gehe auch einfach gerne in den Laden, gucke mir dann die Wolle an, lege die Farben nebeneinander, fasse das Material an. Und natürlich freut sich die angehende Absolventin der sozialen Arbeit, wenn sie jemanden mit einer ihrer Mützen in der Stadt trifft. Also so oft ist mir es jetzt noch nicht passiert, aber ich habe schon mal jemanden gesehen und bin dann auch sofort hingelaufen und habe gesagt, ich habe die Mütze gemacht. Und ja, also das ist toll. Nach dem Weihnachtsgeschäft soll dann bei Katrin jedoch erstmal die Masterarbeit im Vordergrund stehen. Das ist vielleicht der richtige Zeitpunkt, um sich einmal selbst an das Häkeln heranzuwagen. Vom einstigen Oma-Hobby zur Modeerscheinung. Hoffentlich bereichern die bunten Mützen auch weiterhin das Stadtbild. Für mich klingt das auf jeden Fall nach einer coolen Alternative zu den Läden, in denen man sonst so shoppen geht. Das war's auch schon wieder von uns. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Bis dahin!